irgendwie zu lösen ist hier. Ja. So. Nee, geht nicht. Konnte ich jetzt auch nichts mit anfangen? Hm. Ach, okay. Zombie. Da. Hinter dir. Prima. Wunderschön. Tja, sonst ist hier aber auch nichts. Was soll denn hier noch liegen? Ein Skaterhelm. Ich hab schon einen. So, wo, was gibt's denn noch hier? Am Ende gibt's noch, was könnte das denn sein? Ich weiß nicht, am Ende der Straße gibt's noch irgendwas. Oder wollen wir noch gucken, ob es das andere Auto noch gibt? Ja, wir gehen auch sehen, ob es das gibt. Ja, wenn wir schon mal hier sind, dann... Also das ist der Brunnen. Wir müssen nach links, glaube ich. Ja. Ich nehme mal meine Knifte wieder. Vermutlich war das das einzige Auto hier in der... Auf der ganzen Stadt, Map. Das funktioniert hat. Und das haben wir nicht bekommen. Das ist vor der Nase weggefahren. Ja. Gehen wir ins Grafikmenü. Gerne. Kann ich hier rein irgendwo? Ja, da. Ich schaue mich so lange mal hier in dem Häuschen um, wo ich was finde, aber sieht nicht so aus. Ich bin doch hier reingekommen, dann komme ich auch wieder raus. So. Oh Mann, ich will auch ein Auto haben. Oder einen Bus. Ja, irgendwas, was fährt. So, wir sind jetzt da vorbeigefahren. Gelaufen. Zombie. Kommt er schon? So, und hier soll irgendwo noch eine Straße so leicht rechts abgehen. Mhm. Hier? Ne, nach links. Nach links? Nee, da, ja gut, okay. Ne. Da gibt's dann aber noch eins. Also oben an seiner Kirche, eins in der Nähe von... Ach ja, okay, ja. Dann noch eins weiter, genau. Irgendwie an der Kreuzung, ne? Da oben drauf, ne? Ja. Nee. Mm-mm, nischt. Fuck, ey. Ich will mal so ein Kackauto finden. Hinter dir, Zombie. Dich nicht schießen gehören. Ich habe ja auch einen Schalldämpfer drauf. Aber ich muss besser zielen. Ist das so? Ja, ich habe gerade 3 Schuss in den verballert. Das habe ich gesehen. Und Leiche gehört. Verstecken. Leiche verstecken. Weg ist er. So. Okay. Nächste Station Airstrip. Mhm. Wie laufen wir denn dahin? Ich würde sagen, wir gehen ans Ende, ans südliche Ende von Grishino. Mhm. Da war ja noch irgendwas. Also bei mir wird hier so ein Symbol angezeigt. Ich weiß aber nicht, was es ist. Eine Quelle, eine Schule, glaube ich. Eine Schule oder sowas. Und dann gehen wir nach rechts. Jupp. Querfeld ein. Jupp. Halt. Halt. Ist das ein Zombie oder ein Typ? Zombie. Auch können. Ich dachte, das wäre jemand. Wäre aber ziemlich aggressiv, man, nicht? Ja, ja, aber du kannst. Einfach auf die Leute zu rennen. Mir konnte ja sein, dass der irgendwo hinrennen will
und uns nicht gesehen hat, weil wir so schön da rumgehockt haben. Oh, Airstrip wird lustig. Ich habe das Gefühl. Oh nee. Wenn du ein Gefühl hast, was mit dem Airstrip zusammenhängt, ne? Das ist meistens nicht gut. Dann sterben wir halt. Ja, aber. Dann können wir uns aber einen Rucksack bauen. Ja, immerhin. Wenn wir denn die Sachen finden dazu. Ja. Ist das hier schon das Gebäude? Nee, ne? Nee, es dauert noch ein bisschen. Das ist denn da Schönes? Ja, wir sind da aber, glaube ich, ne? Wir sind da schon voll oft. Da sind wir nämlich so eine Lichtung irgendwie hochgelaufen. Ja. Aber ein funktionierendes, wie heißen die Dinger? Waldlichtding wäre schon gut. Fernglas. Ja, Fernglas oder irgend so ein Ding, was man auf die Waffe drauf macht. Ach, eine Tanke soll das darstellen, okay. Wo man dann noch hin? Ja, das ist das, was mir hier auf der Karte angezeigt wurde. Und dann müssten wir quasi uns da 90 Grad nach rechts drehen. Yep. Verzeihung. Da liegt irgendwas. Eine Kappe. Yay. Ich höre einen Zombie. Draußen. Sehen. Aua. Wow. Jetzt habe ich hier schießen hören. I feel warm blood. Blood vor allem. Du blutest aus deinem Piepmatz. Nee, aus deinem. Ich verbinde mal schnell. I'm no longer bleeding. Ach man, ich wollte gerade gucken, wo es herkam. So, dann querfällt ein. Yep. Mit der Waffe. Und denkt dran, da sind Hochsitzer. Mhm. Die Vögel hier, ne? Schrecklich. Nur am Rumblöken. Ja, da ist die Lichtung, glaube ich. Mhm. Aber ich gehe die nicht direkt hoch, ich gehe durch den Wald. Weil wegen Hochsitz und so, weil da ist nämlich direkt einer. Mhm. Wie viel sind wir überhaupt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warum bin ich mit Waffe schneller als du? Kommt vielleicht drauf an, was du alles mit hast. Ganz viel Essen. Ja, ich auch. Aber ich habe eine Shotgun. Wie schwer ist die? Unter 250 Gramm. Was? Ja, steht da. Unter 250 Gramm. Das Schöne ist, meine Pistole ist ungefähr 1 Kilogramm schwer. Aber die Schrotflinte. Die das war eine tolle Schrotflinte. Ja gut, ich habe gerade eben noch geblutet, vielleicht. Ja gut, das kann vielleicht damit zusammenhängen. Vielleicht spielt das damit eine Rolle. Ich sehe einen Hochsitz. Weißt du schon, ob da was drin ist? Es bewegt sich zumindest mal nichts. Die Sonne blendet, ne?
Das ist halt echt ein bisschen doof. Fährt bei dir zu Hause irgendwie ein Auto oder sowas? Nee. Ich habe eben irgendwie so ein irgendwie gemacht. Ja, das habe ich auch gehört. So, wo haben wir denn das Loch hier rechts? Ne? Mhm. Ich glaube nicht, dass im Hochsitz einer drin ist. Ich habe das Gefühl, dass da einer lang fährt. Auf der Stroh. Auf der Stroße. Auf der Stroß? Auf der Straße. Auf der Stroß, ey. Voll Dialekt. Können wir ja auch irgendwann mal machen. Ich kann das aber nicht so gut. Ich kann nur ein paar Wörter. Müsste ich meine Mutter oder meine Oma hier hinsetzen. Was machst du da, Lau? Du hast ein ungutes Gefühl, ich weiß. Ja, aber du hast auch eins, wegen dem Kackauto, was wir gerade gehört haben. Ja. Kann man nichts sehen. Kann auch nichts mehr hören. Ich höre die Vögel. Das wäre es ja jetzt, wenn wir denen... Wenn wir denen das Auto wegnehmen. Einfach schnell hingelaufen, während er irgendwas sich anguckt, das Auto klauen und wegfahren. Wahrscheinlich sitzen wir dann da drin und wissen nicht, wie das Ding angeht. Und dann schießt er uns dann ab. Entweder liegt da ein Zombie oder... ein Mensch. Ich sehe jetzt gerade nichts. Da. Links, links auf dem... Ja, ich höre das Geräusch wieder. Natürlich auch der Wind hier sein. Und die Türen. Da vorne fährt was. Ja. Ich sehe es. Kommt das hier hin oder fährt das weg oder steht das gerade? Ich glaube, es steht gerade. Bewegt sich nicht. Mhm. Sollen wir uns von hinten anschleichen? Ja, das Blöde ist, ich... Also würdest du dann wieder aus dem Hangar rauskommen, oder was? Ja. Ja, dann gehen wir hinten rum. Ich würde aber erst laufen, wenn die sich wieder bewegen. Ja. Hier liegt eine Waffe. Was denn für eine? SKS. Nee, lass mal liegen. Ein Rucksack. Hier liegt jede Menge Zeug eigentlich. Ist der Rucksack voll? Warte, ich geh's mir ansehen. Nein, er ist leer. Das sind 35er. Ist das so ein großer? Ja, ne? Ja. Hast du das Auto oder was auch immer das sein soll im Blick? Jep, es bewegt sich immer noch nicht. Okay, dann packe ich da mal schnell meine Sachen rum. Doch, jetzt bewegt... Es ist weggefahren. Da ist noch ein Auto. Okay, zwei. Ja. Die bewegen sich beide. Jep. Jetzt sind sie beide hinter dem Feuerwehrhaus. Ich würde mal sagen, ich gehe mal schnell in den Hangar rein, nicht, dass die hier hinten rumkommen. So.